So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe letztens was gesehen im Kaufland, reduzierte Wurst, meine Lieblingswurst mittlerweile aus dem Kaufland, wechselt immer mal wieder, aber ich wusste nicht, was es ist, weil es reduziert war, habe ich es mal mitgenommen, habe es mal getestet, für mich persönlich, und fand das so gut, dass ich die jetzt auch mal kaufen wollte, wenn sie nicht reduziert ist und heute ein Video drüber machen möchte. Dafür möchte ich die aber nicht einfach nur essen, sondern ich möchte mir ein richtiges, schönes Fladenbrot-Sandwich irgendwie zurecht machen mit dieser Wurst. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Von der Firma Fulya. Fulya. Azili steht hier oben noch. Tafuk Salami. Tafuk Salami ist aber keine Salami. Das ist nämlich eine scharfe Geflügelfleischwurst geräuchert. Das gibt es auch ohne scharf. Da heißt sie auch Tafuk, aber anders. Aber das hier ist eine scharfe Geflügelfleischwurst. Daher habt ihr hier auch so eine Peperoni drauf. Die möchte ich mir jetzt mal auf dem Fladenbrot hier machen. Dazu habe ich hier ein paar Sachen hingestellt, da eine Gurke, da so Salat. Hier habe ich eine einzelne Tomate, da habe ich ein bisschen gecheatet. Hier ist, glaube ich, noch eine Scheibe Käse drin. Das ist die Wurst, das ist Fladenbrot. Das möchte ich mir jetzt eigentlich hierher basteln und belegen. So, zuallererst hole ich mir natürlich hier ein Fladenbrot aus dem Kaufland von dem Bake-Off-Shop. Den Rest schmeißen wir mal da runter. Das ist auf jeden Fall groß und fett, hat hier auch diese ganzen Sesamkörner dabei. Hier das Schwarze weiß ich nicht, vielleicht ist das ein bisschen Kümmel. Das Ding hat 89 Cent gekostet, denn ich möchte die komplette ganze Packung Tafuk Salami jetzt mit einmal verbrauchen. Daher brauche ich auch so ein großes fettes Brot. Jetzt schneiden wir das erstmal auf. Vorsicht, nicht die Hand abschneiden, ne? Hier fliegt jetzt alles rum, da freuen sich die Meisen. Einmal ausgebreitet und guckt euch das mal an. Wie krass das aussieht. Ist das nicht herrlich? Sieht aus wie eine Bienenwabe, oder? Wenn man sich das so anguckt. Ist leider irgendwie ein bisschen trocken schon, wo ich das vorhin erst frisch geholt habe. Wisst ihr, beim Kaufland ist halt auch nicht mehr das, was Kaufland ist. Ist halt alles irgendwie anders. Jetzt machen wir mal hier die Tafuk Salami auf. Aber hier oben extra eine Lasche. Zieh mal auf. Dann können wir da auch gleich mal reingucken, wie die von innen aussieht. Die hat sogar, glaube ich, Rand. Hier so Fleisch, Geflügelfleischwurst mit Rand. Ansonsten ist sie aber richtig herrlich. Guckt euch die mal an. So einzelne Scheiben. Ganz viel eben mit dieser Paprika-Chili-Note, die da drin ist. Die muss ich jetzt hier irgendwie verteilen. Wir hauen die einfach mal hier unten drauf. So, so, so. Nochmal so. Dann wieder so. Das ist halt so eine ganz normale Ramses-Portion, so ein Armbrot, weil von alleine wirst du nicht so dick, sage ich immer. Deswegen haust du dir halt hier die Tafuk Salami ordentlich drauf. Das ist gut belegt, der Boden ist ausgelegt. Ihr hättet da jetzt noch Remoulade drunter machen können. Remoulade oder irgendwelche cremigen Sachen. Uns reicht eine Scheibe Käse. Ich habe das auch noch nie gemacht. Das heißt, ich mache das jetzt das allererste Mal. Das ist einfach nur ganz spontan so entstanden. Hier mal eine Tomate, da war ich auch ganz schlau. Da habe ich die nämlich draufgelegt, ohne Beutel, habe aber angegeben, dass sie mit Beutel ist. Und so hat das einfach schon mal 2 Gramm abgezogen, die ich nicht bezahlen musste. Das ist ein Lifehack, das ist bestimmt Betrug, weiß ich nicht, aber an sich habe ich mich eigentlich nur verdrückt. Jetzt haben wir also hier die schöne, fette Tomate, da schneiden wir uns einfach aus der Mitte heraus. Mal 2 dicke Scheiben ab. Einmal hier. Das kommt auf die Seite. Einmal hier drüben. Tomate. Aufpassen, dass nicht alles zusammenfällt. So, 2 Scheiben Tomate drauf. Ist jetzt nicht so toll. Ich sehe schon, das glitscht alles runter. Das musst du anders bauen. Ich baue es mal ganz kurz um, dass das nicht in der Mitte so ein Turm ist. Vielleicht hätte ich einfach alles runternehmen sollen wieder.
und das anders koordinieren. Ramses, was soll denn das? Das muss doch fett sein, das muss doch passen. Jetzt sieht das doch schon viel besser aus. Jetzt liegt in der Mitte nämlich nichts mehr. Und dann kann doch eigentlich jetzt gar nicht so viel runterfallen. Wir teilen den Käse auch einfach einmal links und einmal rechts an den Rand, dass die Tomaten nicht abdriften, die sich automatisch in die Mitte schieben. So ist es, glaube ich, viel besser aufgeteilt. Gurke darf nicht fehlen. Gurke müssen wir jetzt auch noch schneiden. Da haue ich mir auch in der Mitte jetzt hier einfach ein bisschen Gurke raus. Die ist auch ungewaschen. Ganz wichtig, dass ihr die Gurke nicht wascht. Ne? 1, 2, 3, 4. Kommen wir mal noch. 1, 2, 3, 4 für die andere Seite. Und jetzt am besten unter die Tomate legen, fällt mir auf. Weil die Tomate hat die komischste Fläche hier von allen, dass es trotzdem noch so ist, dass das so drauf passt. Jetzt schmeißen wir das hier drüben hin. Am Rand soll es eigentlich dicker sein, dass das die Tomatenscheibe innen hält, immer nach innen drückt. So, da ist jetzt Tomate drauf, da ist Gurke drauf. Das sieht doch schon fast gut aus. Ich habe aber noch Salat. Ich wollte mir eigentlich so einen Kopfsalat oder Eisbergsalat nehmen, habe gesehen, die kosten über 1 Euro. 1,19 Euro. Dann habe ich den Beutel gesehen, der war im Angebot für 44 Cent. Und da kannst du dir jetzt auch einfach Tomate drauf machen. Ach, Tomate, da kannst du dir jetzt Salat drauf machen hier. Streuselst du einfach mal drüber. Bisschen Salat fürs Auge, denn das Auge ist ja bekanntlich mit. Selbst wenn der Rest wegfliegt, ist das egal. Jetzt müssen wir es nur mal in die Kamera halten. Am besten noch den Deckel drauf. Mit Salat das Ganze, jetzt der Deckel drauf. Jetzt habt ihr ein super starkes, wie heißt das eigentlich jetzt? Ein Tavuk, muss ich nochmal gucken. Ein Tavuk Salami Sandwich. Das Problem ist, dass jetzt die Sonne genau von da hinten kommt und hier einfach nur mega Schatten drauf wirft. Wie findet ihr das? Sieht das gut aus? Würdet ihr das auch essen? Das ist bestimmt jetzt ziemlich trocken. Ich hätte doch vielleicht irgendeine Soße drunter basteln sollen. Aber wir wollen das jetzt so probieren. Ansonsten kann man ja immer noch Soße nachreichen. Guckt euch die Wurst an, wie das hier runterhängt. Oh, der Schatten macht mich echt gerade richtig wuschig. Beißt einmal ab und diese Geflügelwurst bitzelt total auf der Zunge. Die ist einfach schon richtig pikant, richtig würzig. Und wenn ihr euch das ganze Ding so macht, wie ich jetzt hier, habt ihr auf jeden Fall mehr Masse, mehr als ein ganzer Döner. Und das vielleicht sogar noch zu einem Preis von weniger als einem Döner. Und es macht auf jeden Fall satt. Das ist gigantisch, das ist richtig wuchtig. Das haut rein, es schmeckt. Ihr könnt euch zur Not, wie gesagt, auch noch eine Soße drauf machen. Ich habe noch so rote Jalapeno-Soße. Die würde ich mir hier vorne vielleicht auch nochmal drüber streichen, um den Vergleich nochmal zu haben. Ansonsten würde ich sagen, haue ich mir das Teil jetzt hier rein. War ein Experiment, schmeckt trotzdem super frisch, super lecker. Ich habe noch ein zweites Fladenbrot. Mal gucken, was ich mir da drauf mache. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mann, ist das eine Wurst. Fürs Thumbnail. Die Thumbnail-Wurst. So, den restlichen Salat aus der Tüte habe ich jetzt hier in diese Schüssel gegeben. Habe mir die Reste von den Tomaten klein geschnitten. Hab mir die Hälfte von der einen Gurke klein geschnitten in kleine Würfel. Möchte mir das jetzt wie so einen kleinen Salat dazu machen. Noch mit dieser Hot Jalapeno Soße. Die habe ich auch schon mal getestet. Da muss ich warten, dass ich darauf achten, dass ich dieses Video davor hochlade. Das können wir jetzt alles hier drauf knallen. Das ist im Prinzip jetzt unser Salatdressing hierfür. Das hätten wir auch auf den Burger machen können. Wir knallen das jetzt hier hin. Sieht halt aus wie Ketchup. Dann haben wir das aber auch leer. Wir können uns wieder um die nächste Soße kümmern, die nächste Soße testen. Und passt hoffentlich jetzt richtig gut dazu, zu diesem scharfen, zu dieser scharfen Geflügel, Fleischwurst, scharfer Hot Jalapeno Salat. Hand in Hand auf dem Balkon.
Müssen wir natürlich noch rummachen. Dann vielleicht mal probieren, was da jetzt bei rauskommt. Ist halt nichts Besonderes, ja. Manche schlagen sich jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen und sagen, alter Schweizer, was ein Fraß. Aber ich denke mal, wenn man alles einzeln essen kann, dann kann man es halt auch irgendwie zusammen essen. So, probieren wir mal, hauen uns mal hier so ein bisschen was mit Hot Jalapeno Sauce rein. Ich brauche auf jeden Fall mehr Hot Jalapeno Sauce, aber habe keine mehr. Und das werde ich jetzt dazu essen. Da ist noch der Rest von dem Burger. Den werde ich jetzt auch wieder essen. Wollte nur, weil ich nicht wusste, was ich mit dem Rest hier mache, mir jetzt diesen Salat noch machen. Und das wird jetzt zusammen verspeist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.